Man kann es in ein Bett verwandeln. Früher hat Mickey hier junge Mädchen vernascht. Jetzt schläft er nur noch unruhig und wartet auf seinen Tod. Ja, dann soll mal die Decke auf den Kopf fallen. Sicher nur Fussel und Staub in den Ritzen. Davon werde ich garantiert nicht satt. Wieso willst du Fusseln essen? Sind nicht die Pillen, die die Kreativität anregen. Nur Vitaminpillen und Placebos mit ausgefallenen Namen. Ich hätte jetzt eher gedacht, so Schlaftabletten können wir ihn vielleicht ein bisschen, ne, in sein Wasserglas mixen. Und wenn er pennt, vergreifen wir uns ein bisschen an seinem Safe. Wenn man eine Grippe klein kriegen will, hilft nur ein guter Schluck Wodka. Das heißt, ich muss jetzt Willi mit Alkohol abfüllen? Spülmittel. Gummihandschuhe. Mickey ist eine reinliche Ratte. Wer hätte das gedacht? Ich krieg den Eindruck, dass Mickys Isolation ihn zu einem Keimophoben gemacht hat. Vielleicht bekomme ich so meinen Schlüssel zurück. Wenn ich mit Putzen anfange, dann bei mir zu Hause. Champagner. Oh. Er hat sich die beste Flasche des Hauses geholt. Er weiß, dass seine Zeit bald um ist. Wenn er doch eh stirbt, was will er dann noch mit dem Geld? Von dem Überfall auf den Geldtransporter. Ich würde ihn ja gerne trinken, aber manchmal schüttet Mickey den Background-Sängerin was in den Drink. Ja, Schlaftabletten zum Beispiel, ne? Auch Gangster haben Papierkram zu erledigen. Oh Mann, er hat echt kein Händchen für Sportwetten. Und noch weniger für Kredite. Nein. Ach, du musst seine Rechnung abbezahlen. Die Steuerbehörde sitzt ihm ganz schön im Nacken. Vielleicht bekommt Mickey ja Joes alte Zelle. Nein. Seit dem Goldrausch gibt es in diesem Schuppen schon mehr Jungfrauen. Dahinter ist nichts. Sein Safe ist gleich hier. Weil du auch eben gerade so das Bild weggenommen hast, um runterzugucken, ob da was ist. Chirurgenmaske. Ich habe Mickey nie damit telefonieren sehen. Nein. Ich wette, das ist nicht dazu da, um andere vor seinen Niesattacken zu schützen. Mickey denkt immer zuerst an sich selbst. Natürlich. Vielleicht hat er Angst, sich eine Erkältung einzufangen. Und Vivi ist krank. Vivis Apartment lagen ja Gummihandschuhe. Muss ich die irgendwie dann mit diesen Handschuhen austauschen? Weil Vivi mit ihren Handschuhen in Berührung kam, wo ihre Keime dann dran kleben? Nee, danke. Ein schweres Ding. Der wird mich den Safe niemals anrühren lassen. Ja, nicht wahr? Er gefällt sich in seinem Anzug. Dass er für all das hier meinen Mann verraten hat, ist ihm egal. Oh, ich fühle mich auf einmal so komisch. Ach, und so kann ich ihn dann wahrscheinlich dazu bringen, ein bisschen rumzuputzen. Meeresfrüchte. Ja, sagen wir es mal nicht so, dann gucken wir, was wir aus Vivis Wohnung hier hinschleppen können. Das sind bestimmt die Meeresfrüchte. Wahrscheinlich nicht ansteckend. Oh, das hat gut getan. Endlich löst sich der Schleim. Was? Ich muss mich waschen. Bleib hier. Bin gleich zurück. Muss nur kurz ins Bad. Und fass hier nichts an. Die Frage ist, wie lange bleibt er im Bad? Das reicht doch sicherlich nicht, um an Safe. Ach, das ist das automatische Speichern gewesen.
könnte ich das. Ich versuche mal die Kombi. 37? 23? Ah, ich verstehe. Inch. Das sind Maße. Hat nicht geklappt. Die erste Nummer hat noch geklickt, aber die anderen waren falsch. Ach ey. So einfach wird's dann wohl doch nicht. Kann ich die Gummihandschuhe? Wenn ich mit Putzen anfange, dann bei mir zu Hause. Nee, danke. Wenn man eine Grippe klein kriegen will, hilft nur ein guter Schluck Wodka. Nichts für Vivi mitnehmen? Ich würde ihn ja gerne trinken, aber manchmal schüttet Mickey. Mickey schuldet dem Mob eine Menge Geld. Und er hat die Handschrift eines 10-Jährigen. Ob wir... Können wir hier? Ich wusste nicht, wie das zusammengehen sollte. Da ist doch ein Stift drin. Fälscht die Unterschrift. Kapier ich nicht. Die Wäsche habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ach. Nein. Was zur Hölle? Scheinbar wohnt Mickey in seinem Büro. Wahrscheinlich hat er Angst, auf der Straße erschossen zu werden. Ob die Fenster dann aus kugelsicherem Panzerglas sind? Ich telefonieren? Keine Vermittlung. Das scheint eine direkte Leitung zu sein. Nur wohin? Er ist aber ziemlich lang im Bad. Ja. Hier ist Mickys Privatsekretärin. Mit wem spreche ich bitte? Legen Sie auf, Schwester. Wenn Sie nicht wissen, wer ich bin, haben wir auch nichts zu besprechen. Alles klar, eine mysteriöse Frauenstimme. Ich war zu schlecht vorbereitet. Das ist bestimmt Mickys Draht zur Mafia. Oder einem Kontaktmann. Nee, danke. Interessante Information. Wie lange ist er bitte im Bad? Ich bringe dich raus. Okay. Gut, dass er nicht gesagt hat, ich bringe dich um. Hast du irgendwas Neues zu sagen? Hi. Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hin. Nee. Okay, ich muss los. Du hast wahrscheinlich immer noch deinen Kater. Geht's Ihnen gut? Ich bin okay. Willst du einen echten Kater haben? Das Tier muss aus ihrer Wohnung raus und sie kann das Kätzchen nicht mitnehmen. Ja, für dich muss ja immer noch die Unterschrift gefälscht werden. Hey, Christine! Willkommen zurück, Christine! Ich hab's ja schon verstanden! Goldie. Sieht gut aus. Na, das ist auch nur das Alte. Bis später. Auf nach Vivian gucken, was ich irgendeinen an Krankheitserreger mitnehmen kann. Sie hätte eigentlich gesagt, hier irgendwas mit Inch. Vielleicht muss das irgendwie anders rausfinden. Zu Mickey's Safe, wenn B denn recht hat. Ja, wenn.
brauche deine Keime. Nicht für mich, für Mickey. Dass irgendwelche Keime nicht mitnehmen kann. Sie sind voll mit Tinte. So viel dazu. Zu schwer zum Herum. Ich habe nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Ich hoffe, ich lebe noch lange genug, um das nächste Blatt zu sehen. Nicht den Regler berühren. Viv darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. Ich würde irgendwelche Keime, please. Willst du Chinesisch lernen? Du hättest Joe welche schicken sollen. Er hat alle Zeit der Welt. Echt mal. Ich bekomme doch nicht mal mein eigenes Bett gemacht. Die hängt da ganz gut. Kein Platz, um da etwas zu verstecken. Außer Viv könnte niemand etwas damit anfangen. Keime gibt's hier nicht. Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen! Ach so. Alles klar. Baby. Meine Stimme. Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Ja, aber mit Melonenstückchen. Ich habe keine Melonenstückchen. Wenigstens haben wir noch einen Schlüssel. Wie machen wir das mit der Kombination? Ist hier vielleicht irgendwas, was Viv angefasst hat? Yep, alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Aber es dampft immer noch. Kleine Küchengeräte. Handtücher und so ein Kram. Wer ist mit Keimen? Nur Geschirr. Das ist Aufgabe des Lieferservice. Lieferservice, ich hätte gern ein paar Keime. Ach, Gabeln sind mir lieber. Auf Ex? Nein, danke. Was wollte Viv noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Also gibt's dann hier die Wintermelone? Für Kräuter und Gewürze? Seit wann ist Wintermelone ein Kraut oder ein Gewürz? Ich kann nicht wirklich kochen. Ach, vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. Muss ich jetzt Chinesisch lernen, um zu wissen, was davon die Wintermelone ist? Oder einfach das hier kombinieren? Zeitverschwendung. Die Suppe wird schon kalt. Wie wir halt Enten. Pech gehabt. Sie sind bereits leer. Wintermelone steht hier auf der übersetzten Seite. Und auf der chinesischen, da haben wir es ja. Yay! Wow! Okay, es lohnt sich, alle Sachen mehrfach zu untersuchen. Ist eigentlich direkt das hier, oder? Was wollte Viv noch gleich? Wintermelone. Wintermelone. Welches ist das? Wintermelone. Ich vergleiche mal die Schriftzeichen. Bingo. Wieso hast du das übersprungen, Chicken? Keine Ahnung. Wintermelone. Et voilà. Wintermelonensuppe. Ach, hey. Ach, hey.
Ah, egal, wie bekommt ihr Essen? Jetzt freust du dich bitteschön. Ihre Bestellung, Ma'am. Suppe mit Wintermelone. Und gibst mir ein paar Keime für Mickey. Also nicht an mich weiter, sondern separat irgendwo. Oh, danke. Sehr lecker. Ja, richtig lecker. Ich habe selbst probiert. Geht mir gleich viel besser. Na, noch irgendwas von der Suppenresten? Nee. Auch den Teller hat sie aufgegessen. Schön, dass du mich besuchst. Ja, nicht wahr? Hat dir Joe etwas gegeben, bevor sie ihn eingebuchtet haben? Einen Schlüssel vielleicht? Nein, ich... Warte mal, er hat mir das neue Radio gegeben. Aber mein Neffe hat es mit auf die Arbeit genommen. Wo ist das? In der kleinen Oper bei der alten Telefonvermittlung. Gleich hinter Fragrance Alley. Alles klar, dann werden wir da wohl als nächstes einbrechen. Ja, dann ist es mitten in der Nacht, was wir wahrscheinlich schon geschlossen haben. Also einbrechen, ja, ist wahrscheinlich wirklich... Theoretisch könnten wir sogar einbrechen. Ich meine, wir haben noch eine Haarnadel. Was hast du damals in China gemacht? Kalligraphie. Aha. Und deswegen musstest du das Land verlassen? Ja, da habe ich vorher etwas Geld gemacht. Geld hilft immer. Na, Geldwäsche halt, oder... Nein, eher Geldfälscherei checken. Was soll ich als nächstes machen? Hast du mit meinem Mann gesprochen? Worüber hast du mit meinem Mann gesprochen? Ach, nur darüber, dass er mit dir ein besseres Leben anfangen wollte. Er wollte eine Werkstatt eröffnen. Davon wusste ich nichts. Ihr habt wohl nicht viel miteinander gesprochen, was? Doch, aber es gab Wichtigeres. Da war eine Pause vor Werkstatt. Nein, weiß er nicht. Alle sagen, ich soll Joe verlassen. Ich kann's echt nicht mehr hören. Denen passt es nur nicht, dass Joe dich ihnen weggenommen hat. Dieser Officer Grassy. Es heißt, er hätte ein paar Regeln gebogen, um Joe aus dem Weg zu bekommen. Sag ich ja! Wegen der Miete. Du kannst mich in Jazzplatten bezahlen. Ich guck mal, was ich noch habe. Ich habe sogar noch eine. Ja, Jazzplatten sind jetzt das neue Geld. Mhm. Kann man sicherlich für viel verkaufen. Schallplatten gibt's. Chicken, das ist 1954, ne? Sag jetzt nichts am besten. Ich sag auch nichts. Ja, Ende des Monats. Ob du bis dahin noch lebst? Gib mir Zeit bis zum Ende des Monats. Ach, bist du demnächst wieder flüssig? Ich weiß nicht. Kannst du mein Schloss austauschen? Jemand hat es aufgebrochen, als ich Joe besucht habe. Ich habe noch keinen neuen Hausmeister gefunden. Muss ich das jetzt auch noch machen? Wirst du das Licht im Gang reparieren? Bezahl du erstmal deine Miete. Ja, und von dem Geld lasse ich dann hier einen Handwerker das Elektriker checken. Wir können auch einen Handwerker dran lassen. Wird bestimmt lustig. Besonders, wenn er sich dann selbst einen elektrischen Schlag fabriziert. Wegen der Miete. Du kannst mich in... Na, sonst nichts Neues? Wechseln wir mal... Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Na, tschüss, Viv. Ich möchte dich daraufhin noch ansprechen. Hab die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, dass du eine Fälscherin bist. Du wusstest von dem Überfall. Von Anfang an. Im Panzerwagen ist kein echtes Geld verbrannt. Ich habe Joe versprochen, dir nichts zu sagen. Es wäre für dich zu gefährlich geworden. Du schuldest mir was. Du brauchst falsche Papiere. Ich mache dir welche. Reisepässe, Geburtsurkunden, das ganze Paket. Kannst du auch Unterschriften fälschen? Da muss die Unterschrift vom Gefängnisdirektor drauf. Ich brauche die Unterschrift des Gefängnisdirektors. Hab ich. Und dann werden wir sehen. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Auf dem Brief hier ist die Unterschrift vom Gefängnisdirektor. Seine Unterschrift sieht aus wie ein müder Drache. Hatte wohl ein echt trauriges Leben. Gib mir eine Minute, Christine. Oh,
Sorge. Ich gucke auf die Uhr. Das war jetzt gerade eine Minute, ne? Damit kriegst du Joe aus der Einzelhaft. Das waren nicht mal 10 Sekunden. Danke. Das ist so lieb von dir. Ja, ich könnte dich glatt küssen. Lass es aber und drück dir stattdessen eine Schallplatte gegen die Lippen. Noch nicht. Okay, dann bezahlen wir später in Jazzplatten. Ja, hat sie jetzt eigentlich irgendwas über den Schlüssel gesagt? Schön, dass du mich besuchst. Hat dir Joe etwa einen Schlüssel vielleicht? Nein, er hat mir das neue Rad. Aber mein Gott, wo ist das? In der kleinen gleich. Ja. Du hast auch so ein Gedächtnis wie ein Siebchecken. Man kann halt nicht alles haben, ne? Du warst mein Safe. Dann starten wir mal einen kleinen Besuch in der Oper ab. Falls das geht. Die Oper. Hoffentlich muss ich da keinen Wassertalisman finden. Ein Schloss, das war so klar. Ein Poster aus dem Forbidden City, dem Nachtclub um die Ecke. Was für eine Show. Diese Frauen wissen, wie man tanzt. Ja, besser als The Lost City. Mal schicken. Ich glaube, Bernadettes Mom hat da gearbeitet. Ich sehe ein Schloss. Ich sehe eine Haarnadel. Interessantes Design. Sesam, tu dich öffnen. Aber das Vorhängeschloss hängt da irgendwie noch. Ja, ne? Hallöchen. Zum Mitnehmen. Dann nimm's mal mit. Verdammt, die ist leer. Mein Magen hatte sich schon so gefreut. Ja, nicht wahr? Dafür bin ich nicht hier. Rauchen verboten. Wie in jedem Theater. Ich höre Leute reden. Wahrscheinlich ist ja gerade eine Aufführung in der Oper. Eine Nudelbox aus Wiffs Restaurant. Hübsche Kostüme. Kann ich mich jetzt irgendwie verkleiden? Kein Radio. Aber dafür traumhafte Stoffe. Ja, nicht wahr? Und du wirst sie niemals tragen. Die Versuchung ist groß. Aber wo soll ich sowas schon tragen? Und wer würde mich da begleiten? Ja, mein Mann ist am Knast. Was ist das Radio? Ich sehe ein Radio. Da hast du dir ja was ganz Verwegenes ausgedacht, Joe. Bestimmt, wenn ich es nehme, beschwert sich der Typ. Nicht Radio. Falls du vorhaben solltest, was zu klauen. Ich kann dich im Spiegel sehen. Oh. Was hey. Ist das doch? Alles klar? Sie sind der Hammer. Ich könnte sie stundenlang ansehen. Verdammter Spiegel. Ich nicht. Verdammter Spiegel. Ein edles Gewand. Kein Radio hier. Ja, du hast doch schon das Radio gefunden. Schicke Koffer. Wie es wohl wäre, sein ganzes Leben da hineinzupacken. Naja, du kannst dich ja selbst hineinpacken, denn du bist im Grunde dein eigenes Leben. Ich habe mein eigenes Make-up daheim. Ich könnte eine weitere Haarklammer gebrauchen. Ja, und das fällt dir natürlich nicht auf. Wir können jedenfalls noch ein neues Schloss knacken, ne? Ist da noch eine Haarklammer drin? Ich habe mein eigenes Make-up da. Wahrscheinlich nicht, oder ich kann... In der chinesischen Oper gibt's die coolsten Requisiten. Mir eine neue Haarklammer.
besorgen, wenn mein Alter aufgebraucht ist. Oder auch nicht. Nein, meine Wohnung platzt schon aus allen Nähten.